Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte einige Befürchtungen, was da jetzt kommen würde von Seiten der Opposition, was an Kritik kommen würde, weil ich ja auch zusammen mit dem Kollegen Meesters Sie in der letzten Zeit in einigen Veranstaltungen erlebt habe und da schon einiges auch an unsachlicher Kritik von Ihnen gekommen ist, gerade auch am Landesnaturschutzgesetz. Und da kann ich Ihnen nur sagen, ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, auf einer sachlich fundierten Ebene miteinander weiterzuarbeiten. Und diese unsachlichen Vorstöße, die gerade aus diesem Aktionsbündnis ländlicher Raum da immer wieder kommen, dass man da sich gut überlegen muss, ob man sich da dranhängt oder nicht. Dass das für Sie als CDU ja eine gewisse Verlockung ist mit diesem Aktionsbündnis, das ist nachvollziehbar. Sie stellen ja sogar da bei einigen Verbänden die Spitzen. Aber trotzdem muss man sich das immer gut überlegen, ob man so eine Aktion vielleicht auch noch instrumentalisiert oder ob man gemeinsam an der Sache arbeitet. Ihre Kritik, ja, Herr Rasche, ich bin weder irgendwo Vorsitzender eines BUND-Ortsverbandes noch eines NABU-Ortsverbandes. So einfach ist das. Ich bin nur hier im Parlament. Das ist es. Und dadurch sichert man sich dann auch eine objektive Position. Und ich sage Ihnen eins, Herr Höhne und Frau Schulze-Vöcking, Ihre Kritik an diesem Einzelplan, die läuft sowas von in die Leere. Und ich habe das Gefühl, Sie haben sich den gar nicht genau angeguckt. Sie haben gar nicht genau geguckt, was passiert denn eigentlich mit diesem Einzelplan. Sie haben nur ein Ziel, wenn Sie auf den ländlichen Raum gucken. Ihr Ziel ist es, den ländlichen Raum zu optimieren für die Nutzerseite. Wir sagen, der ländliche Raum ist für alle Menschen im ländlichen Raum da. Und da müssen die Interessen gegeneinander abgewogen werden. Das ist es, was gute Politik für den ländlichen Raum ausmacht. Wir haben, ich kann mich gut daran erinnern, 2010, da haben wir zusammengesessen und haben überlegt, ja, was können wir denn jetzt machen für den ländlichen Raum? Wo können wir denn die Förderung vielleicht optimieren? Was geht da? Da haben wir schnell festgestellt, so viel geht da gar nicht. Weil man ist nämlich in der Politik gebunden an dem, was die europäischen Förderperioden hergeben, was da drin steckt, was eine Landesregierung, meistens die vor einem, was die ausgehandelt hat. Was hat man für Mittel? Und wenn man da reingeguckt hat, in dem, was Sie gemacht haben als schwarz-gelbe Landesregierung, dann stellt man fest, was Sie gemacht haben. Sie haben über eine Bundesratsinitiative die Emissionswerte hochgesetzt, dass wir danach die Massentierhaltung erstmal richtig in Fahrt gebracht haben. Was Sie nicht gemacht haben, Sie haben nicht dafür gesorgt, dass NRW ausreichend Mittel für die zweite Säule gekriegt hat. Da waren Sie ganz schwach, ganz schwach. Sie haben damals im Konzert der Bundesländer, da muss es ja verhandelt werden, da haben Sie darauf verzichtet, weil Sie aus ideologischen Gründen die zweite Säule eigentlich gar nicht wollen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, bitte, natürlich. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Der Kollege Busen hat die Zwischenfrage. Bitte schön. Herr Rüsche, Sie sagten gerade über den ländlichen Raum, der gehört uns alle. Meine Frage, wann wollen Sie das Eigentum abschaffen? Diese Legislaturperiode oder die nächste? Ja, Herr Busen, weder Sie noch ich noch irgendwer sonst in diesem Land, da sind wir uns doch einig, will Eigentum abschaffen. Es geht nur darum, dass Eigentum natürlich nach Grundgesetz auch eine gewisse Sozialpflichtigkeit hat und der ist eben auch nachzukommen. Und zweite Säule, da waren wir stehen geblieben. Das ist für mich mit der Spannsinn im Haushalt. Wenn man da mal reinguckt und wenn man da mal vergleicht, was Sie 2010, das war Ihr letzter Haushalt, was Sie da drin hatten, was wir jetzt da drin haben, dann gucken Sie mal bei den Zuschüssen Europäische Union, da war zu Ihrer Zeit waren da 50 Millionen, jetzt stehen da 110 Millionen, mit denen man ländliche Räume auch vorwärts entwickeln kann. Und meine Damen und Herren, wenn man die beiden Förderperioden, die letzte 2007 bis 2013 und die jetzt angefangene Förderperiode miteinander vergleicht, Sie haben es geschafft, Sie hatten 850 Millionen drin für die gesamte Förderperiode. Jetzt sind es 1,2 Milliarden. Das ist ein erheblicher Unterschied. Und ganz wichtig an der Stelle ist, wenn man weiß, wir haben damals überlegt, so was kriegen wir für die nächste Förderperiode ab 2014? Was ist überhaupt noch möglich? Wir haben damit gerechnet, es wird weniger, weil die Gesamtmasse ja weniger geworden ist. Also von Ihrer Ausgangsbasis 850 hätten wir eher nur noch mit 700 rechnen können. Aber dieser Minister, dieser Staatssekretär Horst Becker, die haben gut verhandelt mit den anderen Bundesländern. Die haben gesagt, es kann nicht sein, dass es Länder gibt, die das Dreifache an Mittel pro Hektar haben als Nordrhein-Westfalen. Und deshalb haben wir jetzt mehr Geld. Deshalb können wir jetzt was machen.
Gute Verhandlungsstrategie unseres Ministeriums. Aber der kleine Einschub sei mir erlaubt, Verhandlungsstrategie, das war ohnehin in den 5 Jahren nicht Ihre Stärke. Da muss man ja nur auf die Klauselverträge gucken, da haben Sie es ja auch nicht hingekriegt. Wir haben jetzt dadurch, dass wir mehr Mittel haben, das ist doch wichtig, Herr Höhne, Sie sagen immer da, ja, das ist ja so viel mehr geworden. An der anderen Stelle sagen Sie uns, wie wollen Sie denn die Bauern ansprechen, wenn sie nicht die Prämien erhöhen? Ja, das muss man ja dann eben auch mal machen. Und das kann man nur, wenn man Geld in die Hand nimmt. Wir können jetzt die Fördersätze im Vertragsnaturschutz hochsetzen. Wir können die Fördersätze im Ökolandbau hochsetzen. Wir können erstmals richtig Geld auch für Tierschutzmaßnahmen bereitstellen. Und wir können auch Bereiche wie die Dorferneuerung, auch da sind die Mittel verdoppelt worden. Von daher sind das doch hervorragende Ansätze, die wir an der Stelle haben. Und da sage ich Ihnen auch eins, weil es geht immer um die Frage von Verlässlichkeit. Herr Busen, Verlässlichkeit. Verlässlichkeit gilt für alle Bauern. Und etwas Unzuverlässigeres, als es die alte schwarz-gelbe Landesregierung war, im Vertragsnaturschutz und gegenüber dem Ökolandbau, gibt es gar nicht. Und dass wir heute nicht mehr Ökobauern kriegen, liegt immer noch daran, dass die sagen, ja, das, was war das denn damals? Wir können ja nicht auf das Land NRW zählen. Meine Damen und Herren, ein ganz besonderer Punkt, der ist hier noch gar nicht angesprochen worden, ist das LEADER-Programm. Ich glaube, wenn wir auf eins richtig stolz sein können, dann ist es der Ausbau im Bereich LEADER. Sie hatten 12 Regionen in Ihrer Förderperiode mit 15 Millionen. Wir haben jetzt 24 plus 4 Regionen mit 75 Millionen. Und weil es so gute Bewerbungen gegeben hat, weil da Regionen waren, die gesagt haben, das ist aber wirklich schade, dass wir nicht mitmachen können, haben wir jetzt als Fraktion gesagt, okay, dann stärken wir das Programm nochmal und geben nochmal in der Förderperiode 12 Millionen drauf. Das heißt, wir kriegen jetzt 35 Regionen ungefähr in ganz NRW. Ihr Flickenteppich, der ist da beendet. Wir kommen dazu, dass LEADER flächendeckend in NRW eine Fördermaßnahme wird. Alles in allem kann man sagen, man kann sich immer mehr wünschen, immer. Aber im Rahmen dessen, was möglich ist, ist dieser Haushalt geradezu optimal für den ländlichen Raum. Ich glaube, dieses Land ist ein verlässlicher Partner für den ländlichen Raum. Vielen Dank.